Extraordinary Living habe ich das genannt, weil das ist ja eigentlich die Wahrheit, warum wir hier sind, um ein außergewöhnliches Leben zu führen. Und damit meine ich, ich kreiere ein Traumleben, das meine wildesten Träume übertrifft, indem ich die göttlichen Prinzipien der Schöpfung und der Manifestation kennen und anwenden lerne. Weil darum geht's, dass ich erkenne, dass ich alles, aber auch alles sowieso schon erschaffe und dass ich sowieso ein Schöpfer bin, nur kenne ich die Prinzipien noch nicht. Das heißt, ich mache das meiste unbewusst und da kommen eben auch viele Dinge raus bei meinem Schöpfungsprozess, wo ich nicht weiß, wo die herkommen, was nicht so wichtig ist, aber wichtig ist, dass ich weiß, wie ich es verändern kann. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Patricia Dender und seitdem ich denken kann, versuche ich zu verstehen, wie das Leben funktioniert. Als ich 18 Jahre alt war, fand ich das Buch von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Vielleicht kennt der ein oder andere das ja auch. Auf Englisch heißt How to Win Friends and Influence People. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich die Leute beeinflussen kann, dann werden sie meine Freunde und ich bin glücklich und wichtig und so weiter. Warum mich dieses Buch angezogen hat? Eben, weil ich mich nicht geliebt gefühlt habe, nicht gesehen, nicht akzeptiert, nicht unterstützt und nicht gut genug gefühlt habe. Ja, klingt es vielleicht auch für dich vertraut. Und mit diesen Gefühlen habe ich mein Leben geführt. Ich habe vergessen zu schreiben, ich habe studiert, Betriebswirtschaft, wurde dann Mutter, heiratete, ließ mich scheiden, wurde alleinerziehende Mutter, baute einige Geschäfte auf, war immer gestresst, diente allen und fühlte mich immer noch, wer glaubt's, nicht geliebt, nicht gesehen, nicht akzeptiert, nicht unterstützt und nicht gut genug. Ich habe weitergekämpft und habe es weiter versucht, bis ich mich nicht mehr bewegen konnte und rund um die Uhr Schmerzen hatte. Und auch dann gab ich immer noch nicht auf. Ich habe immer weitergemacht und weitergemacht und versucht, die Geheimnisse der Selbstheilung zu finden. Klingt das vertraut? Wahrscheinlich auch. Denn dieser Weg der Erkenntnis ist normal. Deswegen klingt es auch so vertraut, weil es für uns so gedacht ist. Und es geht darum, den Weg ins Paradies, also zum außergewöhnlichen Leben, zu finden. Und ein Paradies ist nicht jetzt das, was wir uns vorstellen, mit Blumen allein und Überfluss an allem, sondern das Paradies ist ein Bewusstseinszustand, in dem bedingungslos alles da ist und eben auch ein außergewöhnlich geiles Leben. Es ist da. Dieses richtig gute Leben ist da. Und dieses Paradies ist ein Bewusstseinszustand, in dem bedingungslos alles da ist, eben auch ein außergewöhnlich geiles Leben mit Gesundheit, mit Freude und allem drum und dran, was wir uns vorstellen. Das ist die Wirklichkeit. Nur geht es jetzt darum, dass wir dem rationalen Verstand, der beibringen müssen, all dieses menschliche Denken, diese menschlichen Bedingungen loszulassen, damit wir dieses göttliche Design akzeptieren und annehmen können. Und dann macht das Leben Spaß und bringt Vergnügen. Und wir haben alle schon mal gehört in allen möglichen Teachings, wir sind ja spirituelle Wesen. Aber keiner weiß so recht, was ein spirituelles Wesen ist. Wie ein spirituelles Wesen, vor allem in einem menschlichen Körper, was das bedeutet. Und da will ich Licht dahinter bringen. Zuerst geht es darum, dass du anerkennst, dass du nicht die Person bist, die du glaubst zu sein. Du bist also nicht die Person, die das Umfeld oder die Gesellschaft, in die du geboren wurdest und in der du aufgewachsen bist, aus dir gemacht hat. Das bist du nicht.
Stell dir vor, du bist als Baby gekommen und du kannst dir ganz klar vorstellen, dass du damals keine Vorstellung von deiner Identität hier hattest. Wer du bist als Tochter, als Schwester oder als später Ehefrau, Partnerin, du wusstest es nicht. Du wusstest gar nichts. Du warst ein unbeschriebenes Blatt. Und die Gesellschaft und, das Umfeld hat dir gesagt, wer du bist, wie man ist, ob das gut ist, ob das schlecht ist, und du hast es angenommen. Und in Wahrheit ist es aber so, dass du jetzt frei wählen kannst, wer du sein willst. Du musst nicht die Person sein, die du glaubst zu sein oder die anderen geglaubt haben zu sein. Du musst keinen Regeln und keinen Bedingungen folgen und auch keine Herkunft beachten. Es gibt kein Human Design, das ist ja ganz populär im Moment, das auf dich zutrifft, außer du bestimmst, dass es für dich so ist. Es ist immer deine Wahl. Und du bist hier, um dich neu zu erfinden im Sinne deines Divine Designs. Und zwar ohne irgendeine Einschränkung und ohne eine Konditionierung. Dein Divine Design ist göttlich. Dein Divine Design, das ist die Idee, mit der du hierher gekommen bist, als unbeschriebenes Blatt, ist wunderbar, ist großartig, ist perfekt, ist fehlerfrei, ist schuldfrei. Das ist dein Divine Design. Dein Human Design, das ist was anderes. Aber du hast die Wahl. Und deswegen geht es jetzt darum, dass du verstehst, wer du wirklich bist. Und du darfst dich für einen Neuanfang entscheiden. Und zwar nicht jetzt oder nachher, sondern Moment für Moment. Weil das ist alles, was wir haben. Der gegenwärtige Moment. Und wenn wir an die Vergangenheit oder an die Zukunft denken, dann ist es immer noch der gegenwärtige Moment. Und so sind wir hier auf der Erde, um eine Reise anzutreten, auf der wir lernen, wer wir wirklich sind. Enttäuschung, Schmerz, Frust, Krankheit, Ärger, Neid, Scham, Schuld bestimmen bis zu diesem Punkt unser Leben, bevor wir verstehen, wer wir wirklich sind und was der Sinn unseres Lebens hier in einem physischen Körper als Mensch ist. Und das ist sicher viel, viel mehr, als wir uns in unseren wildesten Träumen bis jetzt vorstellen können. Aber wir können ja immer wieder neu träumen. So, willst du wissen, wie man vom Human Design zum Divine Design kommt? Weil was du bis jetzt von dir kennst, ist hauptsächlich dein Human Design. Alles, wo du sagst, wer du bist, wie du dich beschreibst, deine Vorlieben, deine Reaktionen, deine Abneigungen. Human Design. Also lass mir dir die vier Stadien des Bewusstseins erklären. Du fängst an, eben du wirst größer und älter. Irgendwann mal erfährst du dich als Individuum und dann versuchst du, das Leben zu verstehen, aus der Warte, dass du glaubst, das Leben passiert dir. Ich spreche jetzt in der Ich-Form. Ich habe das Gefühl, das Leben passiert mir. Da außen tummeln sich alle rum und ich fühle mich als Opfer. Ich beschuldige und beschwere mich, weil ich ja unschuldig bin aus meiner Sicht und schuldig gemacht werde oft. Ich fühle mich auch oft verflucht und verdammt, wenn die Dinge schief laufen, wenn schlimme Sachen passieren. Oder ich bin neidisch und frage mich, warum nicht ich? Ich vergleiche mich, ich schaue, wieso die anderen. Ich bemühe mich, endlich gut genug zu sein. Ich kämpfe ständig, ich fühle mich ausgebrannt, ich werde immer wieder krank, ich bin verzweifelt, ich verzweifle an vielen Situationen, ich verzweifle am Außen, ich verzweifle an anderen Menschen und ich bin irgendwann mal am Ende. Und das ist genau das, wo wir alle mal hinkommen. Das ist normal. Und viele von uns, wir schämen uns dafür. Wir trauen es uns nicht zu sagen, weil es so widerliche Labels hat wie Burnout oder wie Nervenzusammenbruch oder wie, ach, keine Ahnung, was es alles für furchtbare Label gibt, deren wir uns schämen. Dabei ist es so gewollt, damit wir endlich erkennen,
hey, ich bin nicht ausgeliefert, ich kann Verantwortung übernehmen. Ich kann Verantwortung übernehmen für mein Leben, für mich. Und wenn ich das mal begriffen habe, dass es um mich geht, dass ich eigentlich hier die entscheidende Kraft in meinem Leben bin, dann kriege ich das Gefühl, dass das Leben mit mir geschieht. Ich fange an zu wissen, ich kann manifestieren. Ich weiß, ich habe einen Einfluss. Ich fühle mich ermächtigt. Ich bin bereit, mehr zu lernen. Ich will wissen, wie geht es? Ich versuche, das Gesetz der Anziehung zu meistern. Ich beginne zu heilen. Ich suche weiter nach Lösungen. Da muss ja noch mehr sein. Ich versuche, noch mehr zu verstehen. Und vor allem will ich mich noch mehr entspannen. Ich möchte gerne, dass es noch mehr leichter wird. Und da bin ich schon mal einen ganzen Schritt weiter, weil ich bin aus dieser Opferrolle raus und habe tatsächlich die Zügel, die Entscheidungen für mein Leben in der Hand. Aber jetzt gibt es den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist die Hingabe. Dr. Joe Dispenza, viele kennen mich von Dr. Joe Dispenza, die wissen, dass er das Surrender nennt. Das ist ein viel, viel besseres Wort. Surrender, also aufhören zu kämpfen und anfangen zu vertrauen. Das bedeutet Hingabe. Aber in was soll ich vertrauen? Und dann kommt der nächste Schritt. Und zwar, ich erkenne, dass das Leben durch mich geschieht. Ich fühle mich wie ein Co-Creator, wie ein Schöpfer. Und ich erkenne, dass es doch eine höhere Kraft gibt außerhalb von mir. Dr. Joe Dispenza zum Beispiel nennt es die göttliche Intelligenz, intelligente Liebe, liebende Intelligenz, und die Kirche nennt es Gott. Aber da wissen wir ja selber, dass da ganz viele Märchen und Geschichten um eine göttliche Person gedreht worden ist, die irgendwie ist und zwar auch straft unter anderem, und da sind wir auf dem Holzweg. Also glaube ich irgendwann mal eine Kraft außerhalb von mir, die gut ist, an eine Kraft, die erschaffen kann. Auch Quantenphysik glaubt ja an diese Kraft. Und ich weiß plötzlich, ich habe die Wahl, ich weiß, es gibt mehr, und ich weiß, ich will auch mehr. Ich will mich entwickeln, ich will mich weiterentwickeln. Ich vertraue langsam aber sicher in etwas Unbekanntes, dass da mehr ist, das ich nicht kenne. Und ich fühle mich ganz und heil, weil ich ja jetzt weiß, dass es etwas anderes gibt, das heilt, das ganz macht. Und ich erlaube mir, von dieser Kraft berührt zu werden. Und das führt auch dazu, dass ich mich uneingeschränkt frei fühle. Und da sind wir schon eigentlich in einem ziemlich hohen Bewusstsein. Aber ihr seht, hier gibt es noch ein Kästchen, und zwar ist es das Einssein. Das ist ja das, wo viele meinen, das wäre die Erleuchtung, oder wo viele meinen, da kommt man nur hin, wenn man 100 Stunden meditiert, oder das kann nur ein Buddha sein, oder. Bedingung nach Bedingung nach Bedingung. Nur sind wir eins mit allem ohne Bedingung, weil es so ist. Ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Ich bin mein Leben. Ich bin das Leben. Und wer du in meinem Leben bist, das entscheide ich, weil ich bin das Leben. Außer mir lebt nichts. Ich bin alles. Ich habe keine Fragen mehr. Weil ich habe ja alles gemacht. Ich bin alles. Und ich weiß, es kann jetzt spooky klingen. Und nichts existiert außerhalb von mir. Nichts. Weil, wenn ich mich ausschalte, wenn ich einfach Knips mache, meine ganze Wahrnehmung, alles, was ich sehe, alles, was ich denke, alles, was ich fühle, wenn es plötzlich nicht mehr da ist, dann ist da nichts. Und viele kennen es auch von der Meditationen, plötzlich ist es da leer, ist es schwarz, ist da nichts, ist da niemand, ist da keine Zeit. Und es hat nichts mit der Meditation zu tun,
sondern es hat mit mir zu tun. Weil auch, wenn ich in der Meditation bin, wer ist in der Meditation? Wer sieht die Dinge in der Meditation? Wer interpretiert die Dinge in der Meditation? Es bin immer ich. Und deswegen ist all das, was es gibt, was von mir wahrgenommen wird, ich meins von mir. Und so weiß ich eben auch, wenn ich das wirklich verinnerlicht habe, das war jetzt nur ein ganz kurzes Teaching, weiß ich, dass mein Seinszustand kreiert. Das, was ich glaube, was ich denke, was ich bin, was ich von der Welt glaube, was ich von dem im Außen glaube, das ist alles mein Seinszustand. Und ohne meinen Seinszustand ist da nichts. Spooky, I know. Aber wenn ich mal so weit gekommen bin und wenn es nur mal kurz in der Meditation ist, weiß ich, fühle ich mich frei und so in Frieden. Keine Angst mehr, weil ich spüre, dass tatsächlich alles in mir entsteht. Ich vertraue mir komplett als das Ultimative. Das hat nichts mit Ego zu tun, das hat nichts mit überheblich zu tun, das hat damit zu tun, was ich in Wirklichkeit bin. Und ich darf aufhören, das zu verdammen oder schlecht zu finden. Ich bin das Absolute. Weil wenn ich nicht bin, ist von meinem Leben, von meiner Realität, von meiner Schöpfung nichts mehr da. Also deswegen kann es auch keinen Willen außerhalb von mir geben. Außer ich akzeptiere diesen Willen und sage, ja, diesen Willen gibt es. Ich beuge mich diesem Willen. Und da, deswegen weiß ich, dass ich für die unendliche Schöpfung gedacht bin. Ich bin einfach dafür gedacht. Ich bin gedacht dafür, wahrzunehmen und erkennen, dass ich auf jedes, ausnahmslos, jedes, was in meinem Leben von mir wahrgenommen wird, Einfluss habe, weil ich es erschaffe. Ja, meine Lieben. Und jetzt kann sich vielleicht jeder mal kurz überlegen, ja, wo bin ich denn da? Wo stehe denn ich da gerade? Und jetzt willst du sicher wissen, wie es von dort, wo du jetzt gerade stehst, weitergeht. Und das ist das, was mir so klar geworden ist. Nachdem ich jetzt 3 Jahre lang so viele Menschen begleitet habe, gecoacht habe und unterstützt habe, weiß ich, dass wir eine Divine Design Reise antreten müssen. Und zwar fängt diese Reise ganz unten an, in der Foundation, im Fundament. Ich brauche ein stabiles Fundament über das, was ich wirklich bin, das, was ich vorher gesagt habe, ein festes Verständnis für die Wahrheit meines menschlichen Seins. Und dann kann ich Schuld, Scham, Angst, Neid und Wut loslassen, weil es hat alles nur mit meinem Human Design, mit meiner menschlichen Persönlichkeit, mit meinen menschlichen Geschichten, mit meinen menschlichen Überzeugungen, mit meinen menschlichen Zusammenhängen zu tun. Aber wenn ich weiß, dass ich in Wahrheit ohne diese Geschichten, ohne dieses menschliche Design, das ich überhaupt niemals abgesegnet habe, doch eigentlich ein perfektes, göttliches Wesen bin, um hier aus dieser Liebe, aus dieser Begeisterung, mit der ich hier mal gelandet bin, bei meiner Geburt zu erschaffen. Und dann nehme ich eine persönliche Identität aus Selbstliebe und mit Selbstwert an und kann das verinnerlichen. Ich kann mich bedingungslos lieben. Ich kann mein Leben bedingungslos lieben und ich kann es lieben, dass ich mehr will. Ich kann ablegen dieses ganze Giergeblabber und diese ganzen Überzeugungen, sondern ich kann komplett akzeptieren, ich als Schöpfer bin hier, um Tolles, um Gutes, um Liebendes, um Begeisterndes, um Prickelndes, um Erfüllendes zu erschaffen. Weil wenn ich schon erschaffe, kann ich es ja sein lassen, diesen ganzen alten Bullshit zu erschaffen. Dann kann ich mich jetzt transformieren, ich darf mich erheben und sagen, so, in meiner Welt gelten die göttlichen Gesetze der Liebe und der Perfektion. Und wenn ich das weiß, wenn ich dieses Fundament habe, nur dann traue ich mich auch in dieses größere Spiel, in dieses bigger game. Dann traue ich mich zu wachsen, dann traue ich mich
wirklich groß zu machen. Und ich traue mich auch, das gut zu finden, dass ich immer mehr will, dass ich wachsen will, dass ich mich für das nächste Level begeistern will, für die nächste geilere Version meiner selbst. Und ich sage extra geil, nicht groß, ja, weil groß hat oft mit Macht zu tun, sondern einfach mit der noch fantastischeren, noch strahlenderen, noch wertvolleren, noch sich selbst liebenderen Version zu begeistern und immer wieder über mich herauszuwachsen und besser zu werden und besser zu werden und mich gleichzeitig damit dabei zu entspannen und wirklich mich sicher und unterstützt fühlen. Und das ist diese Reise, wo ich mit den Leuten eigentlich schon immer durchgegangen bin, wo mir aber noch nie so bewusst war, dass es die Reise ist. Und dass die Reise ins Unendliche geht, diese Reise geht ins Unendliche. Und nach diesem Bigger Game gibt es das Ultimative, das wirklich Großartige, das sich immer wieder selber toppt, das mir das Vertrauen noch mehr gibt, dass ich Schöpfer bin und dass ich nichts von außen mehr zu befürchten habe. Nichts. Weil ich es verändern kann, weil ich es anders erschaffen kann. Und wenn ich dann noch ein Stück weitergehe in dieser Pyramide, die natürlich in das Unendliche wächst, weiß ich, ich bin. Dann weiß ich, ich bin. Dann weiß ich, was es alles bedeutet für mich in diesem Leben, was ich mir alles erlauben kann. Nämlich einen göttlichen Fußabdruck hier auf Erden zu hinterlassen. Sozusagen fast ein Leben einer Legende zu leben. Eine unendliche Liebe und Ausdehnung für mich selbst und meine Kreationen zu erlauben und hier auch maximale Aufmerksamkeit drauf zu haben und es zu genießen. Und dann bin ich so firm, dass ich weiß, Zeit ist kein Faktor, den kann ich kollabieren lassen. Ich springe von einem Zustand in den anderen. Ich mache Quantensprünge. Es ist normal, weil ich weiß, es bin ja ich. Und wenn ich es bin, muss ich doch keine Zeit brauchen, sondern ich kann es einfach schnell entscheiden. Und so passieren übrigens auch spontane Heilungen. Ja, jetzt habe ich das euch erzählt, wie das für mich sich darstellt und wie es mir sonnenklar geworden ist, dass wir entweder auf diese Divine Design Reise gehen dürfen, wo wir wirklich unsere Feedbacks aus unserer perfekten Version ziehen und nicht mehr aus unserer menschlichen Human Design Version. Und das hört sich vielleicht richtig krass an, aber wenn du spürst in deinem innersten Herzen, dass es genau das ist, wo du vielleicht schon immer gesucht hast, wo du vielleicht schon immer gedacht hast, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist nicht harmonisch, weil es eben noch nicht die Harmonie ist, dass du dir erlaubt hast, deinen menschlichen Körper und dein Human Design so zu verändern, dass es eins geworden ist mit deinem göttlichen Design, mit deinem Divine Design, das von allerhöchster Quelle, höchster Liebe, höchster Begeisterung, höchster Schönheit her entstanden ist. Und das ist so für jeden von uns. Aber wenn wir es verstanden haben, wenn wir es verinnert haben, Licht haben, wenn wir dieses Fundament wirklich, wirklich haben über unser wahres Sein, dann brauchen wir so wenig menschliche Kraft in unserem Leben, weil wir nämlich diese göttliche Energie haben, die durch uns hindurch die Dinge erschafft sowieso. Mit unserer menschlichen Kraft sind wir meistens nur im Weg oder im Widerstand. Ja. Und diese Divine Design Reise mit mir, wenn du sagst, wow, 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 that's for me, ich will unbedingt, weil ich habe schon so viel ausprobiert, ich habe so viel Bedingungen versucht zu erfüllen, ich habe so viel versucht zu meditieren, ich habe so viel versucht, irgendwelche anderen Modalitäten endlich regelrecht umzusetzen und es ist mir nie gelungen, ich bin nie dran geblieben, dann kann ich das sagen, es ist, weil es nicht deins war, weil dein Design, dein Divine Design, wenn du mit dem in Harmonie gehst, mit dem in Resonanz gehst, dann kann dich eh nichts mehr stoppen, weil das ist genau das, was du willst. Und das ist bedingungslos. Du musst nichts erfüllen, nichts. Du musst nur entscheiden.
Und diese Reise könnte so aussehen. Was ganz, ganz wichtig ist, sind diese drei Säulen der Implementierung. Die sind immer wieder anzunehmen und zu durchlaufen. Du musst dieses Verständnis erwerben. Wenn dein rationeller, logischer, analytischer Verstand dieses Verständnis nicht annimmt, dann beißt du dir auch wieder die Zähne aus. Du musst dieses Wissen so erwerben, dass es für dich einfach nur, klar bin ich göttlich, klar bin ich perfekt, klar muss ich mir kein Bullshit anziehen, den mir die anderen übergeworfen haben, klar ist die Welt heil gedacht, klar muss ich das Unheil nicht weiter kreieren. Und hier diese logische Argumentation zu finden, die deinem Verstand das erlaubt, dich dann auch zu unterstützen, so zu leben und so zu denken im täglichen Leben. Das darfst du erwerben. Dann geht es weiter, es anzuwenden, immer wieder wiederholen, verschiedene Perspektiven, Meinungen, Gedanken, Mindset, das darf ich alles anschauen, weil ich bin so auf Bedingungen. Wenn dann, ich bin so getrimmt und in Wahrheit gibt es keine Bedingungen. Es gibt nur alles. Und ich muss entscheiden, dass ich ein Match, dass ich alles bin, dass alles in mir ist. Und das anzuwenden immer wieder, das bedeutet, ich muss neu denken, ich muss die Dinge neu anschauen. Und das gilt es auch zu lernen. Und hinterher, wenn ich es gelernt habe, dann gestalte ich mein Leben. All meine Bereiche, sage ich, so will ich, so will ich, so will ich, so will ich es in der Liebe, so will ich es im Job, so will ich es mit den Finanzen. Und ich weiß, ich muss nur noch an mir arbeiten, mich so zu gestalten, dass ich die Person bin, die dieses Leben führt. Meine ganzen Vorstellungen von dem Außen so gestalten, dass es genauso ist, wie es mir entspricht. Und diese Beziehungen zu den ganzen Dingen noch ausgestalten. Ich bin Schöpfer, ich muss gestalten. Aber aus einem ganz anderen Seinszustand heraus, als mein Human Design mir mitgeteilt hat und was ich bis jetzt immer glaubte. Und so sieht's aus, die Pyramide. Und wir starten jetzt mit der Foundation und gehen dann weiter ins Bigger Game. Und ich habe es so aufgebaut, dass die Foundation am 16. Januar startet. Wer da dabei sein muss, will, der weiß, dass es um Transformation, Klarheit und Verständnis deiner Ziele geht. Du lernst zu verstehen und wendest diese Prinzipien der göttlichen Schöpfung und Manifestation an. Und zwar ohne eine Bedingung. Du spürst bedingungslos deinen Selbstwert und deine Selbstliebe, weil erst wenn es in deinem Körper angekommen ist, wenn es deine innerste Wahrheit ist, wenn es dein Herz in Resonanz gegangen ist, dann ist es gesunken und gesickert. Und dann reflektierst du alles aus Fülle und aus Heilsein heraus und nicht mehr aus Mangel und kaputt und Angst und Verlust und so weiter. Und du weißt, dass es in Ordnung ist, mehr zu wollen. Du weißt es dann, du weißt, dass es in Ordnung ist, dich auszubreiten, dich auszudrücken, dich zu zeigen, hier zu sein. Weil du hier bist, um zu erschaffen und deinen individuellen Ausdruck des Lebens zu genießen. Dich zu genießen, da zu sein, so wie du bist. Dazu sind wir hier und dazu brauchen wir dieses Fundament, dieses klare, klare Wissen, was es bedeutet, ein Schöpfer zu sein und was die Wahrheit des menschlichen Seins ist. Und du erlaubst dir, diese wunderbare Identität zu leben und zu spüren und diese persönliche Identität aus Selbstliebe und Selbstwert verinnerst du so firm, dass du morgens aufwachst und weißt, ich bin super, ich bin geil, ich bin perfekt, es ist alles mit mir in Ordnung. Ich muss keine Angst haben, ich muss nichts befürchten. Bring it on, Leben. Was kann ich heute erschaffen und erschöpfen? Und dann gibt es nichts mehr, was dich von außen in Angst oder Panik versetzen kann, weil du weißt, wie du dich von diesen Einflüssen lösen kannst und alles in die göttliche Ordnung transformieren kannst. Und das braucht die Foundation. Und die Foundation, wenn du das durchlaufen hast, fühlst du dich richtig super. Dein altes, verlogenes Ich ist Geschichte. Du fühlst dich wert, alles zu wollen und zu bekommen, was du dir wünschst. Du hast dich erhoben für alle über alle Geschichten und Überzeugungen, den ganzen Bullshit, was uns tag und täglich um die Ohren gehauen wird.
Die Glaubenssätze und Ansichten aus der beschränkten und menschlichen Perspektive sind passé. Du stehst im Mittelpunkt deines Lebens und deiner Wünsche, weil du bist der einzige gemeinsame Nenner von allem. Du bist die Verkörperung der göttlichen Idee mit deinem individuellen Duft. Du bist der Nabel der Welt, obwohl man dir früher mal gesagt hat, du bist nicht so wichtig, gell? Nimm dich nicht so wichtig. Doch, du bist der Nabel der Welt. Du bist ein Leader, eine Leaderin mit dem Selbstverständnis einer liebenden Intelligenz. Und du spürst auch deinen Wert und deine Liebe bedingungslos. Und das ist so, so, so wichtig, dass wir uns endlich erlauben, das zu fühlen. Ganz kurz, das wäre ein Programm, das geht 6 Wochen. Und wir beginnen am 16. Januar, das ist ganz wichtig. Wir machen Hausaufgaben, wir machen Übungen, du kriegst Werkzeuge, du lernst diese anzuwenden. Wir machen Divine Healings. Du heilst selber, du heilst deine Perspektiven, du heilst deinen Körper, du heilst deine Beziehungen, du heilst alles. Und weil es für mich so wichtig ist, dass hier ein Weg ist für all die, die schon dabei waren und die sagen, ich kenne das schon alles, Patricia, bin schon so lange mit dir gereist, ist es eben so, dass The Bigger Game Mastery, das alles inkludiert. Wenn du das Fundament hast und mehr willst, dich richtig ausbreiten willst, ausdehnen willst, Wohlstand, außerordentliche Beziehungen, Job, Business, alles, Geld, no limits, weil du die Foundations schon gelernt hast von mir. Deswegen ist alles zusammen. Alles ist zusammen, hier habe ich es aufgeschrieben. Alles gibt es zusammen. Du darfst eine Entscheidung treffen in der nächsten Zeit. Du darfst mich auch fragen. Wenn du diese Divine Design Reise mit mir begehen willst, weil es in aller Schnelle dennoch dein Herz getroffen hat und gesagt hast, das ist, glaube ich, das, was mich weiterbringt. Alle Sachen, die ich bis jetzt probiert habe, haben irgendwie nur Bedingungen gehabt. Und irgendwie glaube ich, ich kann die nicht erfüllen. Und so sehr ich Dr. Joe Dispenza liebe, die Bedingung der Meditation ist keine Bedingung. Es ist ein Tool, aber es ist nicht eine Bedingung, die erfüllt werden muss. Und es ist immer so dargestellt, als ginge es alles nur in der Meditation. Und es ist nicht so. Es gibt 1000 andere Wege. Du darfst deinen Weg finden, aber es ist wichtig, dass du weißt, ich bin's, ich mach das. Da ist nichts und niemand, der sonst einen Einfluss auf mich hat. Und deswegen habe ich dieses Angebot für die, die mit mir schon gereist sind und die jetzt auch weiter wollen. Die können The Foundation einfach noch wiederholen, 6 Wochen lang und dann 8 Wochen in The Bigger Game Mastery mit mir reisen und ihr unglaublich geiles Leben kreieren. Insgesamt 14 Wochen. Und das Ganze kostet bis zum 24.12. 3.333 Euro. Und zwar gehen diese 3,5 Monate gehen so ab. Hier ist es. Also es ist zuerst 6 Wochen der Foundation. Das heißt wirklich diese Grundlagen von dem, was ich euch alles erzähle, dieses innere Umstellen in diese innere Selbstliebe, Selbstwert, Göttlichkeit, in dieses Denken von höchster Stelle einzutreten und das zu verinnerlichen. Und nach diesen 6 Wochen gibt es 8 Wochen The Bigger Game. Und das ist dann wirklich die Reise, wo du 8 Wochen Begleitung bekommst, deine eigenen Lebensbereiche zu kreieren, alles zu kreieren, wirklich von Beziehung, wo everyone is you pushed out. Du kreierst dich selber in der höchsten Version, wo du einfach sagst, ich bin echt geil. Da gibt es jetzt nichts und ich werde geiler und geiler und geiler. Und ich sage es extra deswegen so, weil ich das nicht irgendwo noch anders beleben will, weil deine Version ist perfekt. Und nur du musst es wissen. Und du musst wissen, wie du dich selbst betrachten musst. Du musst wissen, wie du die Welt betrachten musst. Du musst wissen, wie du die anderen betrachten musst. Und du musst wissen, wie du deine Beziehungen betrachten musst, damit du nachher im Außen eine Reflexion erschaffst, die so ist, wie sie dir ganz, ganz gut gefällt.
Und da geht es immer weiter und weiter. Also du wirst immer besser und besser und besser. Du erkennst, dass es immer weniger um dich aus deiner menschlichen Kraft, um deine menschlichen Regeln geht. Und du generierst immer mehr und mehr diese göttliche, diese transformierende Energie aus dir heraus durch dein Denken, durch deine Wahrnehmung, durch deine Annahmen und durch deine Überzeugungen. Und das alte Zeug, was wir immer angenommen haben, was wir gelernt haben, geht ja nicht so, wenn es so ist, aussieht und das dürfen wir alles umprogrammieren. Und dass wir die hohen Ergebnisse bekommen, das machen wir nach den ersten 6 Wochen. Da geht es tatsächlich hier, dass jeder in seine eigene Richtung, in seine eigene Vorstellung reintritt und sich das erlaubt zu kreieren. Und wie geht das? Das ist Übung. Übung, Übung, Übung. Also ich challenge euch, ich gebe euch Hausaufgaben, ich trage dazu bei, dass ihr das über euch hinauswachst, dass ihr das Alte loslasst, dass ihr eben auch neue Dinge verkörpert, dass ihr neue Sachen sprecht, dass ihr aufhört, euch zu verstecken, dass ihr lernt, in Ordnung zu sein, geliebt, unterstützt zu sein, dass die Welt da draußen von dir kreiert ist und dass du wirklich Stück für Stück in jede Zelle reinkriegst, okay, ich kann es ändern. Wie kann ich es ändern? Was sind meine Annahmen, die ich verändern muss? Was sind meine Grundvoraussetzungen, von denen ich weiterhin nicht mehr ausgehen soll? Und dann nachher, dann bist du wirklich hier auf einer Reise, wo du lernst, ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, dich als spirituelles, göttliches Wesen hier auf Erden zu erkennen. Keine Angst mehr eben hast vor äußersten Umständen und Bedingungen, weil du weißt, macht dir nichts, ich kann es verändern. Und du bist auch richtig, wenn du einen Weg finden willst, wie du dein ganzes Leben außerordentlich machen willst. Ich meine, warum, wenn ich alles kreiere, warum soll ich mir Kompromisse kreieren? Warum soll ich Kompromisse wollen? Weil ich glaube, nicht alles ist möglich. Da glaube ich noch nicht. Da muss ich wieder zurück und ein bisschen mehr an der Foundation arbeiten. Und dann komme ich wieder zurück und sage, und das will ich auch jetzt anders haben. Wer muss ich anders sein, damit ich das haben kann? Dann arbeite ich wieder daran. Und langsam, Schritt für Schritt, wie es hier steht, lege ich mein altes Human Design ab, wie eine alte Jacke. Und ziehe mir diese glitzernde Divine Design Jacke an. Und das heißt nicht, es ist überheblich, sondern es ist einfach verdammt nochmal normal. Es ist nicht normal, dass ich meine, ich bin ein Opfer ausgeliefert und habe Probleme, habe Mangel und habe gesundheitliche Probleme. Es ist doch nicht normal. Normal ist, dass ich hier in meinem Divine Design erscheine, erschillere und eine Welt mache, die glitzert, die schön ist, die wunderbar ist. Und dazu bin ich eben halt auch bereit, hier alles neu zu machen, neu zu denken, neu zu glauben, neue Ansichten zu haben, neue Überzeugungen zu haben und dann eben dieser Neue zu sein, diese neue Person, die einfach sagt, klar, ich bin hier im Wachstum, ich bin hier auf einer Reise und manchmal in der Sackgasse, dann drehe ich wieder um und sage, macht ja nichts, wo ist der neue Weg? Und nur wenn ich in dieser Haltung bin, kann ich da mich tiefer und tiefer hingeben und habe echt keine Angst mehr und denke mir, wie geil kann es denn noch werden? Ja, und das kennen die alle von Access Consciousness, das kennen ganz, ganz viele. Aber wie geil kann es denn noch werden? Das reicht mir nicht, sondern dann muss eine Antwort kommen. Und ich sage, es könnte ja noch geil werden, wenn es so ist. Und dann ist es vielleicht so. Und dann sage ich, wie geil könnte es denn noch werden? Ich muss mir tatsächlich eine Vorstellung machen, weil, wie Neville Goddard sagt, my imagination is God. Und ich muss eine göttliche Vorstellung von diesem Leben, von mir und von allem hier kreieren. Und das hat mir halt keiner beigebracht, weil halt alle immer nur gesagt haben, du musst, du musst, du sollst und du bist gut, wenn, du bist gut, wenn. Ich weiß es nicht, wie ich bin, wenn ich all diesen Scheiß nicht habe. Das muss ich erst mal kennenlernen. Und deswegen gibt es jetzt eben für 3.333 € bis zum Weihnachten diese ganze Reise, 14 Wochen, Extraordinary Life Creation.
Wenn du erst nur die Foundation mitmachen willst, kannst du das machen. Ich würde es nicht empfehlen. Ich würde the all in, ja, ich will wirklich das Bigger Game. Ich habe genug, ich habe die Schnauze voll. Jetzt ist der Moment und ich mache alles. Und du kannst mit 1000 Euro Ratenanzahlung schon einsteigen. Das steht alles auf meiner Homepage. Kannst du hier gucken. mywellfeeling.com unter Coaching-Angebote kommst du dann wirklich auf die ganzen Infos und auch auf den Link zur Ratenzahlung, den habe ich eingestellt. Wenn du noch Fragen hast, Weihnachten ist ja noch nicht da und sagst, Patricia, ich möchte mit dir persönlich reden, mach ein Gespräch mit mir aus, ich beiße nicht, es ist alles in bester Ordnung, ich nehme mir gerne die Zeit, weil das ist meine größte Weihnachtsmessage, die ich jedem mitgeben will und sagen möchte, you do it, not I do it. Ich bin dein Reiseleiter, aber du gehst deine Reise und hinterher weißt du, dass du deine Reise gemacht hast, dass du die Prinzipien für dich verinnerlicht hast und nicht meine Prinzipien. Das sind göttliche Prinzipien. Das ist die Wahrheit, die dein Herz schon lange spürt, aber dein Kopf nicht weiß, wie er sie denken soll. Und das ist eben auch das, was ich dann auch oft sage mit Dr. Joe Dispenza. Warum sagst du mir nicht, wie ich denken soll, damit ich das glauben kann, was du mir sagst? Weil ich es selber rausfinden muss. Und ich eröffne dir diesen Weg für dich, deine Gedankengänge zu finden, weil sie sind ja schon in dir. Nur hat dir niemand gezeigt und uns hat niemand gesagt, wir wissen ganz genau, wie wir argumentieren und wie wir bla 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 machen. Aber wie unser innerer Dialog, wie der wirklich gehen soll, muss, darf, damit sich im Außen die Dinge zeigen, die ich so gerne haben möchte. Das muss ich halt lernen. Und du sprichst nicht so mit dir, wie ich mit mir spreche. Du musst rausfinden, wie du selber mit dir in diesen Dialog gehst. Du hast diese höchste göttliche Information in dir. Und ich kann dir nur zeigen, wie du darauf hörst. Und manche sagen, das ist Intuition, aber das ist mir viel zu wenig. Ich will doch nicht wischiwaschi. Ich will es konkret haben und ich habe es konkret. Wenn ich weiß, ist es alles ich. Wenn ich es wirklich weiß, ich mache das alles. Alles für mich. Ja, ihr Lieben, meldet euch an. Ich bin zögert nicht. Es ist die Reise. Ich bin der Raum. Ich bin der Raum, in dem ich bin. Ich bin der Raum, in dem alles ist. Ich bin der Raum der Perfektion. Ich bin der Raum der Liebe. Ich bin der Raum der Transformation. Ich bin der Raum der Magie. Ich bin der Raum, in dem alles ist. Ich bin der Raum der Wahrheit. Ich bin der Raum der Harmonie. Ich bin der Raum der Magie. Ich bin der Raum der Wunder. Ich bin der Raum, in dem alles ist. Ich bin der Raum, in dem alle Ängste in Liebe und Fülle transformieren. Ich bin der Raum, in dem alle Sehnsüchte in Realität transformieren. Ich bin der Raum, in dem Liebe gelebt wird. Ich bin der Raum, in dem alles perfekt ist. Ich bin der Raum, in dem alles gesund ist. Ich bin der Raum, in dem finanzielle Fülle und Reichtum herrscht. Ich bin der Raum der perfekten Form. Ich bin der Raum der Wahrhaftigkeit. Ich bin der Raum, in dem alles perfekt ist. Ich bin der Raum,
in dem alles gesund ist. Ich bin der Raum, in dem alles Liebe ist. Ich bin der Raum, der alle Emotionen in Liebe und Mitgefühl transformiert. Ich bin der Raum, der mich trägt. Ich bin der Raum, der mich liebt. Ich bin der Raum, der mich führt. Ich bin der Raum, in dem alle Wünsche und Träume Wahrheit sind. Ich bin der Raum der Fülle. Ich bin der Raum der Unendlichkeit. Ich bin der Raum der Geborgenheit. Ich bin der Raum der Harmonie. Ich bin der Raum der Vergebung. Ich bin in Fülle. Ich bin in Harmonie. Ich bin in Geborgenheit. Ich bin in Vergebung. Ich bin in Perfektion. Ich bin in Liebe. Ich bin, dass ich bin. Ich bin göttlich. Ich bin gütig. Ich bin fehlerfrei. Ich bin schuldfrei. Ich bin Herz. Ich bin groß. Ich bin Größe. Ich bin Unendlichkeit. Ich bin hier. Ich bin der Moment. Ich bin das Manifest. Ich bin das Geld. Ich bin die Fülle. Ich bin der perfekte Körper. Ich bin der perfekte Partner. Ich bin das perfekte Business. Ich bin der Business-Magnet. Ich bin der Fülle-Magnet. Ich bin der Magnet für Reichtum. Ich bin der Magnet für Leichtigkeit. Ich bin der Magnet für Liebe. Ich bin der Magnet für unendliche Ressourcen. Ich bin der Magnet für Erfolg. Ich bin der Magnet für Heilung. Ich bin der Magnet für Transformation. Ich bin der Magnet für glückliche Beziehungen. Ich bin der Magnet für Erfüllung. Ich bin der Magnet für das Perfekte. Ich bin der Magnet für Wunder. Ich bin im Paradies. Ich bin das Paradies. Ich mache das Paradies. Ich bin in meiner göttlichen Kraft. Ich nutze meine göttliche Kraft. Ich mache alles neu. Ich mache alles perfekt. Ich mache alles gesund. Ich mache alles reich. Ich mache alles sorglos. Ich bin